Pressekonferenz der Crocodiles nach dem Spiel gegen die Tilburg Trappers. Ein Teil dieser Pressekonferenz werden wir in Englisch führen, ein Teil werden wir dort führen. Ich sag mal, den Zahlenteil machen wir mal eben in Deutsch. Ergebnis kann man sehen, 3:8. Wir hatten 1260 Zuschauer heute. Die Schussstatistik lautet wie folgt. Im ersten Drittel Aussicht der Crocodiles 8:18, im zweiten Drittel 6:15 und im letzten Drittel 11:10 für die Crocodiles. Es gab auch Strafen, 6 Minuten auf Seiten der Hamburger und 2 Minuten auf Seiten der Tilburger. Ich begrüße beide Trainer. Wir kennen sie ja schon, Dauergäste der Crocodiles wissen, wer die Trainer sind. Herzlich willkommen, Bo Suppel bei den Tilburg Trappers und unser Trainer Jacek Plachter. Herzlich willkommen. So, Bo, let's start with you. May I have your statement for this game for today, please? Yeah, good afternoon, everybody. We got 3 points out of here. It's good because after the last game, Hamburg was able to beat us at home. So it was a special game there, and they had the upper hand. Today, we played okay. We played pretty good. We got the lead, and we kind of threw it in a cruise control, and then we got the lead and extended it a little bit in a third, and it was okay. You could see they're missing some players, as the situation was tough over the last couple of weeks. They still do have some really good players, and they battle hard. They work well. Their goalie plays good. So glad to get 3 points out of here and have a good weekend with 6 points. So, ich versuche das alles mal kurz zusammenzufassen. Genau, einmal Applaus bitte. Also, Sie sind froh, dass Sie die 3 Punkte mitgenommen haben. Natürlich eine gelungene Revanche für den Sieg der Hamburger im letzten Spiel. Da konnten wir dort ja gewinnen. Sie sind nicht mit der ganzen Mannschaft angereist. Es haben einige Spieler gefehlt und sind aber trotzdem sehr glücklich, dass sie gewinnen konnten. Sind in Führung gegangen, gab den Ausgleich, dann haben sie das Spiel kontrolliert und im letzten Drittel nochmal nach Hause gebracht, das Spiel, mehr oder weniger. Jacek, dein Statement, was ihr frei übersetzt, ich weiß. Alles klar. Guten Abend alle zusammen. Ja, heute war ein Spiel, wir waren einfach nicht gut. Physisch vielleicht auch nicht auf dem Top-Level. Die letzte Spiel, wir haben nur mit 3 Verteidiger beendet, dann haben wir auch das gesehen, aber in defensiver Zone heute waren wir einfach nicht gut genug. Wenn man spielt gegen Tilburg, ich kann vielleicht ein paar Zahlen sagen, die haben schon fast 230 Tore geschossen, also im Schnitt glaube ich 6-7 Tore pro Spiel. Also da muss man 100% sein. Wir waren nie nah am Mann, wir waren Sekunde zu spät und wir haben uns auch, was mir nicht unbedingt gefällt, nach dem 4-3, wo wir reingekommen sind, ein bisschen uns aufgegeben. Ja. Wir müssen bis Ende spielen, das war sicher kein leichtes Spiel für uns, aber da muss man besser auftreten, da gibt es keine Frage. Danke. Let me ask one question about the next season. We talked last time as you were here in Hamburg about maybe the permission to get in the DEL2. Any news about this? Ich habe ihn gefragt, wie sieht es nächstes Jahr aus? Gibt es da schon vielleicht eine Erlaubnis in den Gesprächen in die DEL2 aufzusteigen? No, not that I know of or anybody knows from the organization. The only decision we got was earlier on in the year that we're not allowed to move up, and I think unless something drastic happens with that, then we'll be staying in the Oberliga. That's for the moment. That's what we have. That's what the agreement is, and so we'll be back in the Oberliga no matter what next year, unless something drastic changes with the DB and the DEL2. That's fine. Then we see us together here right now next year. Also es gibt keine Neuigkeiten, was das betrifft. Sie werden wahrscheinlich auch im kommenden Jahr in der Oberliga spielen. Von daher werden wir uns dann entsprechend hier auch wieder treffen. The next game for you is on next Friday. Wednesday. Berlin's coming in for the game that they didn't come. Berlin is coming. Okay. Let's cross the fingers that everything will. Go. Berlin ist ein gutes Stichwort. Wir waren gerade in Berlin am Freitag, haben das Ding nach Hause gefahren, die 3 Punkte. Nächster Gegner von den Crocodiles Freitag, Braunlage, ist ähnlich, auch am Tabellenende, aber sicherlich nicht zu unterschätzen.
Das auf keinen Fall. Ja. Aber wir werden das heutige Spiel analysieren. Die Jungs werden ein paar Clips, ein paar Videos sehen, weil da waren ein paar Sachen, die mir einfach nicht gefallen haben. Und das muss man schnell zu möglich abstellen, weil wir fahren nächsten Freitag nach Braulage und das wird keine Selbsthilfe. Wir haben jetzt kleine Kader, also muss man alle Kräfte zusammen mobilisieren, dass wir auch die 3 Punkte nach Hause bringen. Danke. Ja, dann würde ich sagen, drücken wir hier die Daumen. Nächsten Freitag gegen Braunlage. Thank you for being here and have a safe trip back. But before we have a small dinner for you and the team, a small piglet. So enjoy it. No problem. Enjoy it and have a fine trip back to Tilburg. Dankeschön. Thank you very much. Meine Damen und Herren, ich darf noch darauf hinweisen. Am 24.02., also heute in einer Woche, das nächste Heimspiel der Crocodiles gegen die Rostock Piranhas, 16 Uhr. Seien Sie gerne dabei und es gibt noch zumindest ein Ergebnis und das haben wir aus Köln von unseren Damen, die spielen dort gerade und da steht es nach dem zweiten Drittel 2:1 für Köln allerdings, wenn es interessiert. Aber die Ladies haben ja noch 20 Minuten Zeit. In diesem Sinne, das war die Pressekonferenz. Dankeschön, dass Sie hier gewesen sind. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Schönen Dank, tschüss, auf Wiedersehen. Gerne, aber gut. Ja, sieht es immer so aus.